Herzlich willkommen zu einem weiteren Anleitungsfilm von cryptomag.de und teleshow.info. Jetzt soll es einfach nur um das kleine Feature der GPG-Suite gehen, Dateien zu signieren bzw. Texte zu signieren. Auch das ist wieder ganz einfach. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie die GPG-Suite installiert haben. Wie Sie das tun, wird in einem anderen Video erklärt. Sie bekommen sie aber von gpgtools.org und ist zurzeit noch kostenfrei. Wichtig ist auch, dass Sie in den Diensteinstellungen gesagt haben, dass Sie die GPG-Suite gern in Ihren Kontextmenüs haben möchten. Und dann legen wir auch schon los. Hier habe ich wieder die Datei mit dem Inhalt der Macintosh-Definition aus dem Mac Dictionary und einfach einen Rechtsklick darauf machen, beziehungsweise Control und ein normaler Linksklick. Und dann wieder auf Dienste. Und nun sagen wir aber nicht Encrypt-File, sondern wir sagen Sign-File. Nun rechnet er kurz. Ich gebe mein Kennwort dafür ein. Und die Datei ist auch schon signiert. Hier ist die Signatur. Wichtig ist, dass Signatur und Originaldatei immer im selben Verzeichnis sind und dass die Originaldatei nicht mehr verändert wird. Am einfachsten ist es, wenn man das Ganze dann zusammen in ein ZIP-File komprimiert. Dazu auch einfach die Dateien markieren, Rechtsklick und auf Komprimieren klicken. Dann habe ich hier mein Archiv und dann kann ich dieses Archiv verschicken. Und darin sind dann beide Dateien. Ich kann die natürlich auch einzeln verschicken. Was ist nun so eine Signatur? Diese Signatur sagt, dass diese Datei, die ich gerade von jemandem bekommen habe, auch wirklich von diesem Menschen stammt, der mir diese Datei geschickt hat. Im Prinzip ist das nichts anderes als bei einer E-Mail-Signatur, wo auch die E-Mail-Signatur wieder sagt, dass die Signatur unterwegs nicht verändert wurde. Zum Beispiel, wenn ich einen Kaufvertrag über ein Grundstück mache und dort 6.000 Euro pro Quadratmeter vereinbart sind, dass dann nicht plötzlich 7.000 Euro pro Quadratmeter auf dem Weg daraus gemacht wurden. Aber natürlich geht es auch um banalere Inhalte, dabei geht es einfach nur darum, das Vertrauen zu stärken, dass diese Datei wirklich von demjenigen ist, von dem sie stammt. Wie überprüfe ich diese Signatur nun? Ganz einfach, ich mache einen Doppelklick auf die Signatur und schon sagt mir das Tool wieder, dass die Signatur okay ist. Wenn ich das Fenster ein bisschen vergrößere, dann sehe ich hier Ultimate Trust. Heißt also, ich vertraue diesem Schlüssel ultimativ, aber diese Datei ist eben auch völlig korrekt signiert. Was passiert, wenn ich diese Datei unterwegs ändere? Ich mache jetzt hier am Ende nur ein Leerzeichen und einen Bindestrich ran, schließe die Datei, speichere sie dadurch und frage die Signatur erneut ab, dann wird mir hier sofort angezeigt, failed, und ich weiß, ich muss Obacht geben und dem Sender mitteilen, dass die Datei nicht korrekt angekommen ist. Das kann natürlich auch einfach bedeuten, dass die Datei nicht vollständig angekommen ist. So viel dazu. Und wenn es Sie interessiert, wie Sie noch mehr coole Sachen damit machen können, dann schauen Sie auch den nächsten Film. Soweit zur Signatur einer ganzen Datei. Wie man auch einzelne Texte einfach signieren kann, zeige ich Ihnen jetzt. Ich mache einfach diese Textdatei auf, markiere alles, gehe auf das Kontextmenü hier oben und sage Sign Selection. Und dann habe ich hier diese Signatur drumherum. Ich verändere jetzt schnell mal die Schrift, damit es leichter zu lesen ist. Und Sie sehen, hier ist wieder mein Text aus dem Macintosh Dictionary. Hier ist sogar mein Bindestrich und meine Leerzeichen. Und hier ist die Signatur drumherum. Wenn ich diesen Text nun habe, kann ich diesen kopieren und überall hin einfügen. Und jeder kann diese Signatur prüfen. Auch das ist wieder ganz einfach. Rechtsklick, Dienste. So viel dazu. Es freut mich, dass Sie auf dieser gesamten Strecke durchgehalten haben und sich diese durchaus spannenden und interessanten Features angeschaut haben. Wenn es Sie interessiert, schauen Sie doch auch einfach mal auf cryptomag.de vorbei. Dort gibt es auch einen Blog, was sich nur speziell mit Sicherheitstools am Mac beschäftigt.
Das erreichen Sie unter kryptomec.de/blog.